Unsere Gesellschaft ist mittlerweile in genau zwei Parteien aufgesplittet, meiner Meinung nach. Auf der einen Seite hast du die krassen Optimisten, will ich sie mal nennen, wobei Optimismus eigentlich was Gutes ist, aber ja, ich denke, das trifft es sehr, sehr gut. Die sagen, hey, du machst einen Fingerschnipp und dann bist du Millionär. Oder und auch oft Leute, die sich wirklich, die sehr positiv sind und die denken, alles geht so einfach. Oder nicht alles geht so einfach, sondern du musst nur ein einziges Mal was versuchen und dann gewinnst du und wirst erfolgreich. Und auf der anderen Seite hast du dann die Leute, die sagen, hey, es ist alles, es ist ganz schwer in unserer Gesellschaft heute und es ist extrem schwierig, erfolgreich zu sein und ja, reiche Leute sind böse und das geht ja wirklich alles in eine Richtung. Und interessanterweise ist es ganz oft so, dass die Leute, die eben so negativ eingestellt sind, ganz oft Leute sind, die nach meiner Erfahrung heraus, die mal was versucht haben, die also mal versucht haben, irgendwie was aufzubauen, dann damit gescheitert sind und dann zu der anderen Seite rüber geswitcht sind. Also gesagt haben, hey, es ist alles so schlecht und so weiter, es ist alles Quatsch und so weiter. Und ich möchte dir einfach mal einen gesunden Mittelweg jetzt erklären und dir sagen, wie ich über dieses Thema denke und warum es für jeden möglich ist, erfolgreich zu sein und zu werden und zu bleiben, aber warum es die wenigsten schaffen. Und es liegt einfach daran, dass wir diese zwei Extreme haben. Ja? Viele Leute wollen sich ein Business aufbauen und sagen oder denken, es muss sofort funktionieren. Ja? Die verstehen nicht, dass ein Fehler eine Sache ist, die gut ist. Ein Fehler ist Feedback. Fehler sind die Wegweiser zum Erfolg. Das habe ich immer wieder gesagt. Ja? Das sieht man in ganz vielen Biografien von reichen Leuten, dass reiche Leute auf ihrem Weg nach oben gescheitert sind und wieder gescheitert sind und wieder gescheitert sind und wieder gescheitert sind, immer wieder. Und irgendwann haben sie dann aus ihren Fehlern gelernt. Das ist nämlich auch eine wichtige Sache, dass man nicht sagt, ey, oh Gott, jetzt ist mir wieder was Schlechtes passiert, sondern ich lerne aus meinen Fehlern und mache es beim nächsten Mal besser. Aber die meisten Leute lernen einfach nicht aus ihren Fehlern. Ja? Die meisten Leute versuchen was, sind ultra motiviert, das gibt es immer wieder, unsere Gesellschaft ganz normal, sind ultra motiviert, legen los, scheitern eigentlich nicht, aber in ihrem Kopf, weil diese eine Sache, die sie probiert haben, beim ersten Mal nicht funktioniert hat, und hören auf und versuchen es nie wieder. Ja? Und das ist Quatsch in meinen Augen. Und das liegt eben an diesen beiden Extremen. Ja? Und denken die, okay, ich bin nicht erfolgreich, es hat nicht beim ersten Mal geklappt, dann muss ich jetzt also für immer Toiletten putzen, jetzt mal übertrieben gesagt, nicht wertend sein, ja, aber ja, das ist genau das, was unsere Gesellschaft uns sagt, ja, und das ist Quatsch, als gerade wenn du ein Business aufbauen willst, ja, ist es erforderlich, dass du wirklich am Ball bleibst, ja, von 9 Ideen, die wir haben, von 10 Ideen, die wir haben, scheitern mindestens 9, ja, eine davon funktioniert und dann funktioniert diese eine Idee. Und dann ist es natürlich das, worüber die Zeitungen auch berichten. Ja, wenn du guck mal nach in den Zeitungen. Ja, wie viele Unternehmen werden dort ja mit Exits. Also wenn ein Unternehmen einen Exit macht, eine Firma verkauft für viele 100 Millionen oder Milliarden, ja, wie den Instagram-Gründer, dann sagt die Zeitung eine extreme Erfolgsgeschichte. Schaut ihn euch an, ja. Auf der anderen Seite wird aber nie über die Leute berichtet, die ganze Zeit es versuchen. Und deswegen haben wir diese krasse Kluft. Deswegen denken die Leute, okay, wenn es nicht sofort klappt, dann bin ich ja nicht wie Mark Zuckerberg und habe Facebook gegründet und deswegen kann ich sie auch gleich lassen. Und das ist Quatsch, ja? Ein Business aufzubauen ist harte Arbeit. Ein Business aufzubauen bedeutet viele Fehler zu machen, viele Fehler zu machen, oft hinzufallen und immer wieder aufzustehen. Ja, ein Business aufzubauen bedeutet aufzustehen, ein Business aufzubauen bedeutet auch aufhören rumzuheulen, sorry jetzt für den Ausdruck, bedeutet aber aufhören rumzuheulen und eine kleine Niederlage in Anführungszeichen mal, eine Sache, die man versucht hat, die nicht funktioniert hat, gleich als absolutes Scheitern zu sehen. Ja, das ist der Fehler. Ja, das liegt auch an unseren Emotionen natürlich. Es ist ja so, dass wenn wir eine Sache neu angehen, ja, das sieht man ganz oft bei Leuten, die gute Vorsätze haben, ja, fürs neue Jahr beispielsweise eine Diät oder was auch immer, dann sind sie ultra motiviert, dann machen sie alles dafür, dann drehen sie richtig durch, ja, und dann dieselbe Diät
das passiert dann einfach, dass sie vielleicht in 2 Wochen einfach mal einen Rückschlag haben. Und dann hören sie sofort auf, ja, weil sie sind ultra motiviert oder sagen, okay, es funktioniert nicht. Und warum kann man nicht einfach mal ein wenig rational bleiben, auf das Feedback hören, was kommt? Ja, beispielsweise, ich versuche das, es funktioniert nicht, ich versuche das, es funktioniert nicht. Und dann darauf reagieren. Ja? Anstattdessen sagen die Leute, okay, es geht nicht, ich höre auf, für den Rest meines Lebens bin ich zum Scheitern verurteilt. Und das ist Quatsch. Ja? Das ist extremes Schwarz-Weiß-Denken. Und ja, natürlich, Emotionen gehören dazu. Ich bin auch niemand, wenn wir uns beispielsweise ein Geschäftspartner und ich überlegen uns irgendwas, ja, irgendeine Sache, wir versuchen irgendwas Neues und es klappt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Natürlich stecke ich da auch Emotionen rein, ja, weil Emotionen sind positive, gerade Expectation, also Erwartungen sind Sachen, die uns triggern, ja, die uns dazu bewegen, 12, 13, 14, 15, 16 Stunden am Tag zu arbeiten an einem Projekt, ja. Und gerade wenn man ein großes Team hat und man ist begeistert, man engagiert die Leute, man hat viele Mitarbeiter, dann hat man große Erwartungen. Wenn dann was nicht so funktioniert, wie man sich das erwartet, natürlich ist es okay, dann auch mal schlecht drauf zu sein. Natürlich kann man dann mal sagen, hey, es ist scheiße gelaufen oder was auch immer. Aber man kann doch nicht die ganze Zeit dann rumheulen oder noch schlimmer noch zu sagen, ich höre auf. Ja, Tony Robbins hat das immer sehr cool gesagt. Er sagt es immer noch sehr cool, er lebt ja noch. Er sagt zum Beispiel, wie oft würdest du deinem Kind oder wie viele Chancen gibst du deinem Kind, wie viele Chancen gibst du deinem Kind, laufen zu lernen? Heißt also, du hast ein Kind, das Kind will laufen lernen und es schafft es nicht sofort und dann fällt es hin und liegt und sagst, ja, hat nicht geklappt, bleib doch liegen. Ja? Das ist völliger Schwachsinn und genauso verhalten sich aber die Leute größtenteils. Ja? Und das ist, wenn man sich so sieht, dann lacht man drüber, aber genau das so ist es doch. Ja? Man muss natürlich, und das ist eine Sache, die ist nochmal wichtig zu erwähnen, man muss natürlich, wenn man eine Sache versucht, dann sollte man natürlich gucken, was funktioniert und was nicht. Weil nur ein Dummkopf versucht immer wieder die gleiche Sache und läuft wie mit dem Kopf durch die Wand und versucht immer wieder eine Sache zu machen, die nicht funktioniert hat. Aber wenn mein generelles Ziel ist, ich baue mir ein Business auf und ich versuche ein Geschäftsmodell, dann habe ich in diesem Geschäftsmodell 1000 Sachen, die ich probieren kann. Wenn die Sachen alle nicht funktionieren, sage ich, okay, vielleicht switche ich das Geschäftsmodell, aber nur, wenn ich wirklich hartnäckig viel versucht habe. Ja, aber ich kann doch nicht sagen, nur weil ich in einem Geschäftsmodell viele Sachen versucht habe und eine Sache versucht habe und davon eine Sache nicht funktioniert hat, ist die Sache funktioniert nicht. Ja, Leute schießen auch dann wirklich extreme Schlussfolgerungen gleich. Das ist so, als wenn mir passiert etwas Schlechtes und ich sage, mein ganzes Leben ist scheiße. Ja, das ist auch genauso ein Quatsch. Ja, ich versuche eine Sache in einem Businessmodell, ja, beispielsweise eine Art Kunden zu generieren, eine Art Traffic zu gewinnen oder im Offline-Business Kunden zu gewinnen. Es funktioniert nicht sofort und deswegen sage ich, ich kann kein Business aufbauen. Und das ist dumm, das ist nicht rational, das ist einfach irrationales, emotionales, dummes Denken. Ja? Und das solltest du abstellen. Und mit diesem Video wollte ich einfach mal einen kurzen Weckruf starten und euch motivieren ein wenig. Und wenn euch das Video gefallen hat, dieser kurze Weckruf, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch, beziehungsweise like das Video. Wenn ihr weitere solche Videos haben wollt, dann abonniert meinen YouTube-Channel, beziehungsweise like meine Facebook-Page und schreibt mir natürlich euren Kommentar, was ihr darüber denkt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles, alles Gute. Ciao.